Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute schauen wir uns Baumdiagramme an. Falls ihr Mathe- und Physikfragen habt oder euch gerne mit anderen über Wissenschaft unterhaltet, dann joint doch mal meinen Discord-Server, den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung. Los geht's! So Bros, wir fangen jetzt einfach mal mit einem easy Beispiel an, und zwar wenn ihr eine Münze wirft, ganz chillig, ganz easy ans Thema rangehen. Ihr könnt entweder Kopf oder Zahl bekommen. Sagen wir jetzt einfach mal, ihr macht das Experiment dreimal hintereinander. Jetzt fangt ihr an, ein Baumdiagramm zu zeichnen. Was macht ihr? Als erstes überlegt ihr euch, wie viele Möglichkeiten habt ihr? Zwei. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wirft Kopf oder ihr wirft Zahl. Also hier haben wir einen Kopf. Nein, Spaß. Also machen wir für Kopf einfach ein K und für Zahl machen wir ein Z. Sehr schön, das sieht schon mal nicht schlecht aus. So, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Kopf bekomme und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Zahl bekomme? Bei solchen Experimenten, wo die Wahrscheinlichkeiten gleich sind, also hier ist die Wahrscheinlichkeit gleich, ob ihr Zahl oder Kopf bekommt. Macht es wie folgt. Ihr guckt, wie viele Möglichkeiten gibt es. Ihr habt ja nur zwei Möglichkeiten, schreibt ihr euch auf. Und das ist ja, wie viel von diesen Möglichkeiten. Kopf zu ziehen ist eine von diesen Möglichkeiten. Also ein halb bzw. 50%. Und hier ist es genauso, ein halb oder 50%. So, das war der erste Versuch. Okay, das sieht schon mal gut aus. Wir wollen aber das Ganze dreimal machen. So, wenn ihr beim ersten Versuch Kopf bekommen habt und jetzt macht ihr einen zweiten Versuch, könnt ihr hier wieder entweder Kopf oder Zahl bekommen. Solltet ihr beim ersten Versuch aber Zahl bekommen haben, habt ihr hier wieder die Möglichkeit entweder Kopf oder Zahl. Okay, also K, Z, K, Z. Und hier ist es dasselbe. Wenn ihr beim ersten Versuch Kopf bekommen habt und jetzt das Ganze nochmal macht, habt ihr entweder Kopf oder Zahl. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist wieder 50%, dass ihr Kopf bekommt oder 50%, dass ihr Zahl bekommt. Solltet ihr Zahl beim ersten Versuch bekommen haben, habt ihr hier wieder zwei Möglichkeiten mit jeweils 50%iger Chance. Okay, sehr schön. Solltet ihr jetzt beim ersten Versuch Kopf bekommen haben, und dann beim zweiten Versuch nochmal Kopf. Und ihr macht das Ganze jetzt nochmal, habt ihr wieder Möglichkeit, dass ihr entweder Kopf oder Zahl bekommt. Und das Ganze geht dann hier genauso weiter, okay? Immer so weiter. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit auch wieder 50%. Ich glaube, das Prinzip habt ihr jetzt also so verstanden. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an, wenn die Wahrscheinlichkeiten nicht gleich sind. So, meine Freunde, stellt euch vor, ihr habt hier so ein Glücksrad und ihr dreht das Ganze. Und ihr sollt jetzt ein Baumdiagramm dafür zeichnen. Ihr könnt hier sehen, dass die Wahrscheinlichkeiten hier unterschiedlich sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gelb bekomme, ist höher, als dass ich rot oder blau bekomme. Wie machen wir das Ganze hier? Schritt Nummer 1, wie viele Möglichkeiten haben wir? Wir haben gelb, rot, blau. Drei Möglichkeiten. Gelb, rot, blau. Hier machen wir G, hier machen wir R und hier machen wir B. Sagen wir mal, wir drehen das Ganze nur zweimal. Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich gelb bekomme? Ich hoffe, ihr könnt es hier sehen, die Hälfte. Ja, ich habe hier jetzt eine Hälfte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gelb bekomme, liegt bei 1,5 oder 50%. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich rot bekomme? Okay, wenn man das hier jetzt nicht erkennen kann, könnt ihr es wie folgt machen. Ihr könnt den Bruch erweitern. Also, ihr könntet hier das Ganze teilen. Und jetzt habt ihr das Ganze in 8 Stücken geteilt. Wie viel von diesen 8 Stücken ist das rote? Ein Stück. Das heißt, wir haben hier ein Achtel, okay? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich rot bekomme, ist also ein Achtel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt also blau bekomme? Blau ist 1, 2, 3 von diesen 8. Also liegt die Wahrscheinlichkeit bei 3 Achtel. Wichtig hierbei ist, dass wenn ihr jetzt 1,5 plus 1 Achtel plus 3 Achtel addiert, kommt ihr insgesamt auf 1, okay? Dann könnt ihr sicher gehen, ihr habt hier nichts falsch gemacht. So, jetzt machen wir also Versuch Nummer 2. Wenn ich beim ersten Mal gelb bekommen habe und nochmal drehe, habe ich wieder drei Möglichkeiten, etwas zu bekommen. Entweder gelb oder rot oder blau. Mit jeweils derselben Wahrscheinlichkeit wieder.
Das Ganze ist natürlich auch bei Rot der Fall. Und bei Blau haben wir das Gelbe natürlich auch. So zeichnet ihr dann, meine Freunde, das Baumdiagramm. Was macht ihr jetzt aber, wenn bei euch steht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man als erstes Gelb bekommt und danach Rot bekommt? Was macht ihr dann? Genau das schauen wir uns im nächsten Video an. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist das Wichtigste. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Kanal teilen und abonnieren würdet und mir auf TikTok und Instagram folgt. Falls ihr mich materiell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf PayPal machen. Den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.